Oh, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert, die Schneelande der Tundra, der Krone. Schneelande der Krone, genau, so heißt das DLC. Und ja, in der letzten Folge haben wir uns mit dem König der reichen Ernte gemessen und ich dachte, jetzt da wäre ein riesiges Viech aufgetaucht. Und ja, haben noch ein bisschen die Tundra erkundet und ich würde sagen, wir machen jetzt mal so ein bisschen chillig hier weiter und suchen mal neue Pokémon und neue Gebiete, bevor wir irgendwie mit der Story ein bisschen weitermachen. Ich halte natürlich Ausschau, ob ich hier was Neues finde. Wir haben wieder einen neuen Tag, eine neue Aufnahmesession. Das heißt, die Pokémon haben sich hier wahrscheinlich geändert. Ne? Ich fällt gerade ein, ich soll vielleicht die Boxen hier umändern. Ne? Weil, ja, genau so habe ich mir gedacht. Na, damit das hier wieder alles schön geordnet ist. Ne? Gerade so schon Ordnung gemacht, meine Boxen. Ich möchte nicht einfach schon wieder alles weggehen. Ich habe mal die Kasam dabei. Ich habe Morpeko, glaube ich, rausgenommen dafür, weil schon Level 74 war und so. Und ja, ich würde sagen, wir laufen hier noch ein bisschen und gucken mal, ob wir Neues finden. Haben wir natürlich schon gefangen, dieses Ohr doch, ja, ne? Und ja, ich will mal neue Pokémon fangen und gucken, wie jetzt hier so weitergeht. So ein bisschen storymäßig legendären Pokémon, die sich hier befinden, will ich vielleicht noch nicht so schnell absuchen, aber ja, ganz ein anderer Pokémon. Jetzt sehe ich noch nichts Neues hier. Ein männliches Nidoran. Diesmal fange ich aber ein weibliches Nidorina. Also gibt noch weibliche Nidorina. Na ja, gut, hier muss ich mir halten. Nidoran weiblich züchten, so wie das aussieht. Ne? Also vielleicht kommt noch ein weibliches Nidoran. Ja, yeah. Oh, Rock'n'Roll. Wenn es hagelt, das ist nicht gut. Ich würde sagen, einmal Wangenrubbler und dann werfen wir einfach, ne? Eine blöde Hage wird das hier ein bisschen nervig machen. Da werde ich wahrscheinlich mit Erfahrungsbonbons und so einige Pokémon mal entwickeln. Wenn wir auch schon mal hinter uns haben, ne? Ich habe da genug. Ich habe zwar letztens ein paar benutzt, meine Competitive Pokémon hoch zu trainieren auf Level 100. Muss man zwar nicht, aber ich will es. Oh. Ja, ich würde sagen, bei meisten Pokémon bauen wir ja irgendwie nur ein Level oder so hochleveln und sie entwickeln sich. Man geht davon aus, dass sich das Horn auf ihren Kopf zurückgebildet hat, damit sie ihre Jungen nicht beim Füttern verletzen. Kann man da bewusst zurück? Woher weiß denn die Evolution, ob man Kinder füttern muss? Was? Das ist auch voll. Da kann man doch nicht planen. So, ich würde sagen, wir entwickeln jetzt mal ein paar Pokémon, ne? Damit wir halt auch schon mal hinter uns haben und uns. Wollte schon sagen, ich habe noch jemanden raus, ne? Wenn wir jetzt nicht die Zeit verschwenden, hier uns die Entwicklung hier auch noch zu fangen. Sind alle Level 60, die müssen sich eigentlich alle mit einem Level oder so schon entwickeln. Na komm. Boom. Alles klar. Hallo, Pablo entwickelt sich. Wird hier ein Fangpart? Keine Ahnung. Da war ich nur geplant, mich hier ein bisschen umzuschauen. Ein Altaria, geil. Video eigentlich nur einmal im Team mitnehmen sollen, aber was soll's. Er schwebt gemächlich durch die Lüfte und lässt dabei einen wunderschönen Summen tönen, das alle in seinem Band sieht, die es hören, wie die Flügel einfach über den Text rübergehen. Nach dem Puls interessiert mich nicht. Ich werde dich sowieso züchten, wenn ich dich haben will, irgendwie so. Amarino, du bist schon Level 61. Wie ist das denn passiert? Aber ein L wird ja wohl reichen, ne? Du. Nimm noch eins. Oh, okay. Auch so ein Stein, ein Eisstein. Schon sehr lange her, dass ich eins gehabt habe. Okay, zur Neigung. So später entwickelt es sich, glaube ich, nicht. Egal, Nidoran. Weiß, wie du dich entwickelst. Einmal mit Level und einmal mit Mondstein. Boah. So viele Bonbons habe ich eigentlich gar nicht mehr. Oh Mann. War Blotto auch noch eins gebraucht. Komm.
So, Nidoran, männlich. Nicht so gut, dass die Nidorans jetzt in dem Spiel sind. Ich liebe diese Entwicklungsreihe, wenn man das so nennt, ne? So, auf der Suche nach einem Mondstein, zerstört das Fels mit seinen Horn. Das härter ist als ein Diamant. Oh, müssen wir aber aufpassen, ne? Den Mondstein einmal berühren, dann entwickeln die sich ja, ne? Ist das so? Oder müssen die Pokémon das irgendwie so bewusst akzeptieren, sich zu entwickeln? Das ist ja dann voll der Horror. Stell mal vor, du bist ein Pikachu. Du berührst aus Versehen einen Donnerstein und entwickelt sich dann, ohne dass du was willst. Nidoking, geil. Ah, ich liebe dieses Teil. Gerät in Rage, es ist nur schwer aufzuhalten, doch vor allem Nidoking, mit dem es schon viele Jahre verbracht hat, zeigt es sich friedlich. Wollt ihr auch der, diese Person, die irgendwie, weiß ich nicht, jede einzelne Attacke Nidoking beigebracht hat, weil Nidoking irgendwie fast alles lernen konnte. Pokémon Rot und Blau. So Feuersturm, Surfer und also was. Nidoking konnte ja irgendwie alles lernen und Nidoqueen. Also. Weil ich könnte eigentlich auch gerne schon mal dabei werden. Weil ich habe meinen Nido, ich habe immer Nidoking und Nidoqueen in meinem Team gehabt und ich habe denen alles beigebracht, weil die einfach alles lernen konnten. Feuersturm, Donner, Surfer, Psychokinese, Psychokinese, weiß ich nicht, auch fast alles konnten die lernen. Weil eigentlich voll dämlich war, weil die haben irgendwie höheren Spezialangriff gehabt und so. Sie sind eher defensiv als offensiv, haben mit einem gepanzerten, mit einer panzerartigen Schuppen schützen sie ihre Jungen vor jeglichen Angriffen. Ne Quatsch, die Nidoking und Nidoqueens, die waren ja physisch ausgelegt und die ganzen Attacken, die man beibringen konnte, waren Spezial. Aber damals in Rot und Blau gab es auch, glaube ich, noch gar keinen Spezialwert, ne? Da gab es nur eine Art von Attacken, wenn ich mich nicht irre. Glaube ich. Damals hat auch Initiative irgendwie angegeben, wie oft man kritische Treffer gemacht hat und Wickel war irgendwie der stärkste Angriff überhaupt, wenn man schnell genug war. Natürlich kommt jetzt hier ein Nidoking, ist klar, und ich muss da einen meiner kostbaren Mondsteine verballern. Ja, Pokémon Rot und Blau war unglaublich schrecklich gebalanced. So, ich so darüber nachdenke, wenn du einmal schneller warst als dein Gegner, konntest du Wickel einsetzen. Und dein Gegner unendlich hier festhalten. Die konnten dagegen nichts machen, weil immer wenn du schneller warst, dann Wickel. Natürlich kommt jetzt ein weibliches Nidoran. Gut, haben wir die Evolutionsstufe auch schon mal. Ja, du brauchst eigentlich nur ein schnelles Pokémon, das schneller als alles andere ist, wie ein Rattan oder ein Arbok. Und muss Wickel einsetzen. Der Gegner kann während Wickel aktiv ist nichts machen. Du wickelst in ein sagen wir mal, das hält 5 Runden ein und hast den 5 Runden festgehalten, dann setzt du schon wieder Wickel ein und weil du halt schneller bist, wird der Gegner schon wieder gefangen und kann wieder nichts machen. Ist dann wieder für 5 Runden gefangen. Konntest wohl wirklich das Spiel damit breaken. War voll unfair. Oh, Nidoran. Mit die Evolution 2 auch abgeschlossen. Cool. Sie sind großempfindlicher als Nidoran männlich. Auf Nahrungssuche folgen sie in Windrichtungen, die sie mit ihren Tasthaaren ermitteln. So, erzählt das hier als sein Fangpart? Nee, nicht wirklich. Weil ich noch ein bisschen die Gegend mit erkunde. Also ja, nicht wirklich, würde ich jetzt sagen. Fokusgurt. Gerne. Ich mache mal einfach so Competitive Klamotten hier. Oh, das war ein X-Bad. Ja, dann mache ich jetzt aber nicht, dauert zu lange. Okay, das heißt, es wird Zubats, Golbats und so geben in diesem Spiel. Cool. Silberkronkorken, okay. Das ist, um hier irgendwie den Wert zu maximieren. Damit die maximalen DV darauf sind. So, okay, das haben wir abgesucht. Gehen wir mal hier hin.
Okay, aber Eis-Pokémon haben wir jetzt schon genug. Immer hier neue Sachen. Obwohl, ihr seid auch am Schneien. Diese ganzen Ruinen und so, kümmere ich mich dann irgendwie, wenn ich das Fangen hinter mich habe. Hartwänze, hallo? Warte mal, war nur so ein Leuchtobjekt halt. Also ein Ding, das irgendwie zufällig auftauchen kann. Nicht ein Pokéball. Also ein Item, das da fest platziert wurde von den Machern. Okay. Silberkronkorken war aber ein Item, das da hingelegt worden ist. Ne, da war nicht so ein zufälliges Teil. Weil das wäre gut, wenn man die so zufällig irgendwo finden könnte. So. Das war mit dem Friedhof. Traum von mir kommen. Viele Kraftwurzeln. Was ist das? Teetasse. Das ist eine Pokepuppe. Gruselig. Aus DJ. Philosophäre. Da hockt einfach mal so ein Torpedodrache rum. Ist klar. Das war eines der stärksten Pokémon in diesem Spiel. Geht doch mal auf den Weg, ihr fetten Typen. Boah. Es war ständig kostbare Zeit mit dir. Nö, der denkt sich auch so, what? Die blöden Nachrichten, die gehen mir auf den Nerven. Ey. Er würde gerne jetzt am liebsten spielen. Denkt am Pokémon Camping nach und so. Es wird doch kein Schwein gerade. Eine Tri-Perle. Nein, soll ich etwas geschrieben? Möchtest du die Inschrift lesen? 30. November. Furchtbarer Boden weitet sich aus und rings um das Dorf. Auch immer mein Samen. Das Land von einem Biest geplagt, das nach Ernte gilt. Doch nun, da der König seine Kälte zurückerlangt, seine Kräfte zurückerlangt hatte, wanderte der. Okay. Bestimmt irgendwie nützlich für einige Rätsel hier. Ich weiß ja, welche Art von legendären Pokémon ja noch kommen. Für die, die es nicht wissen, halte ich ja den Mund. Sagen wir, die sind mit Rätsel verbunden. Und wenn die genauso, rätselhaft sind wie damals, wo die ursprünglich herkamen, aus den Spielen, dann ja, wenn die wahrscheinlich nicht so einfach zu entziffern sein. Außer ich schaue mich hier gut um und mir ja so die Tipps in diesem Spiel an. Ich gucke natürlich nicht nach im Internet. Hallo, ich bin noch kein Casual. Froh, wenn es sehr cool hart froh und nicht mal schlechte Dingens hier Wesen. So, wo bin ich denn hier? Uralter Friedhof. Wart. So, das Gigant. Problem ist, weiß nicht, wohin ich hier gedreht bin. Also deswegen weiß ich jetzt auch nicht, in welche Richtung das ist, wo ich jetzt noch nicht war. Egal, gucken wir mal hier. Carpador. Das ist ein Carpador aus dem Wasser gesprungen. Halt. Haben wir hier irgendwas Neues? Ein Lebenorb, klar. Krasse Teile, die du hier findest, ey. Oh, Gordos. Geh weg. Was zum Ballseeufer? Hier war ich noch nicht. Was ist das? Was ist das? Hey, das ist ein weibliche Teil. Schön, Schuppe. Ist das nicht für Barschbar? Nee, glaube nicht. Oh hey, guck mal. Mono irgendwas. Balboas. Nee, okay. Mono Dingens war irgendwie die Entwicklung, glaube ich. Cool. Ist das auch hier schon mal? Viele fossile Pokémon. Aerodactyl haben wir auch. Das war ja pickes Drache, ne? Drache Stein, glaube ich. Drachenklaue. Autsch.
Hält er einen Angriff aus? Der fieser Drache, also hier kommen. Also einen so einen Angriff aushalten. Overdrive. Okay, so viel dazu. Wow, Kollege. Einen hast du auffall weggesteckt. Ja. Das wisst wie ich. Keine Ahnung. Na, ist direkt noch eins. Komm. Ich muss erstmal direkt Overdrive ein. Wird der wohl überleben, ne? Komm. Nicht sehr effektiv, steht da sogar da, Mann. Das ist der Angriff wohl auch nicht. Hallo? Boah. Nur noch Stärke 80. Kann doch nicht so stark sein. Eine war Stärke 20. Okay, war ein Spezialangriff. Ich habe vielleicht einen größeren Spezialangriff mit dem Viech. Weiß ich doch nicht mehr. Nutzt die Teile doch nicht komplett. Ich voll viel ab. Von dem, weil wir mal so ein Event, wo voll viel von diesen aufgetaucht sind, glaube ich. So. Gift-Heap. Das ist ein physischer Angriff. Muss ich ja wohl aushalten, ne? Danke. Volltreffer. Gut. Irgendwie gar keinen Sinn, ne? So, meins. Muss ich mal online nachgucken, wie man die beiden fossilen Pokémon entwickelt. Ich könnte schwören, das wäre Dings gewesen. Schöner wäre durch Level gewesen, oder hat sich das nicht so, hat echt so lange gedauert, bis er entwickelt zu Level 60 irgendwas, kann ich mir nicht vorstellen. Okay, das könnte wohl wird sich wohl nicht kaputt hauen, selbst wenn er zwei, dreimal damit getroffen wird, ne? Ja, A drücken hilft. Ich weiß, tut's nicht, aber gibt doch immer solche Mythen, ne? Ein wiederbelebtes Pokémon aus der Urzeit ist gewaltig und egoistisch und zerbeißt alles in seinen riesigen Kiefer. Uff. Yish. So, boom. Alles klar. Du bist. Boah. Ah, von dem Viech kann ich wahrscheinlich nicht wegrennen, weil Raptor so verdammt langsam ist, ne? Und das Viech ist so schnell. Danke. Nee. Was einfach wie so ein Kreis. Ich bohre mich so in den Boden ein. So ein Bohrer. So. Muss ich eigentlich irgendwo hin hier, um die Story weiter zu machen? Ich meine, ich muss ganz eindeutig die legendären Pokémon hier fangen und so, aber gibt es hier irgendwie einen Ort, wo wie gesagt hat, ich soll hingehen, schon wieder selber gucken. Ich glaube, mir wurde noch nicht so gesagt, ne? Aber wenn die Musik so anfängt, dann hört sich immer an wie Bob und Boba immer. Also irgendein Pokémon-Spiel. Metronom. Das ist aus irgendeinem anderen Pokémon-Spiel. Ich weiß jetzt noch nicht welches. Okay. Ich würde jetzt speichern, aber. Monogoras. Okay. Krass. Oh, ich darf mich nicht entwickeln. Ich weiß sowieso nicht, wie es sein wird. Oh. Stimmt. Verdammt. So schneller, nee, ne? So. Kopfstoß. Ha. Sehr blöd Timing. Als Kopfstoß einfach nur normal. Das
nicht sehr effektiv. Schaden durch Rückstoß, oder ist nicht gut. Okay. Pokéball. Ja, schon klappen irgendwie. Jetzt habe ich noch alles gefangen mit dem Pokéball, fast. Hornbohrer. Aber ich bin ein Level höher. Sie dürfte halt nicht funktionieren, ne? Habe ich zum Beispiel früher gar nicht gewusst. Dass so Sachen wie Hornbohrer, Geofissur nur schwächere Pokémon funktionieren kann. Hey! Ich habe den Tyrannosaurus gefangen. Cool. Das ist auch ein echt krasses Pokémon. Sie hätte vor 100 Millionen Jahren sein brutales, aber imposantes Verhalten vielleicht wie meine königliche Ausstrahlung. Ja, der echt voll lang gedauert, bis man so ein Tyrannosaurus-Pokémon eingefügt hat, ne? Aber ist halt irgendwie, weiß ich nicht, so selbstverständlich, wenn man so ein, also ein Monsterspiel, sag ich mal. Ich will jetzt Pokémon nicht Monsterspiel nennen, aber das ist ja mehr oder weniger, ne? Man fängt halt Monster, ne? Nur halt im Mini-Format, Pocket Monster. Ja, das war jetzt nicht so 5 oder 6 Generationen gebraucht haben, um so ein Tyrannosaurus mal einzuführen. Ja, schon irgendwie merkwürdig, ne? Oder nicht? Also ich habe mir jetzt gedacht, ich soll diese ganzen funkelnden Sachen hier am Boden ignorieren, aber wenn man schon sieht, was ich alles bekommen habe, ne, dann ist das vielleicht den Aufwand wert, da mal kurz anzuhalten. Ich nehme an, in diesen wackelnden Gräsern sind wahrscheinlich auch noch mal neue Pokémon, diese Ausrufe Dinger hier. Aber darum kümmere ich mich jetzt nicht. Diesen Grab aus alter Zeit sind die folgenden Worte eingemeißelt: Trage meine Stimme hinaus in die Welt. Okay, ich hoffe, einige dieser Orte angesprochen zu haben, sind lösen irgendwie was aus irgendwann. So, hier geht es übrigens nicht weiter. Also, da unten ist noch was. Ist irgendwelche neuen Wasser Pokémon kommen. Was ist das? Hey, Anorid? Ist das, glaube ich? Ja, jetzt will ich aber auch Dings haben. Amoroso, Ammonitas. Wirbler. Stein. Geben haben. Glaube ich. Na, bitte. Sag mir, die tun auch irgendwie Kanto fossilen Pokémon einführen. Die haben schon mal Aerodactyl reingepackt. Das finde ich schon mal sehr klasse. Wir brauchen auch noch unseren Schöpfer, unseren Erlöser, unseren Messias. Das, wie ich entwickelt sich aber durch Level, ne? Das können wir doch auch noch entwickeln. Außer wir finden es gleich noch. Na. Es wurde aus einem Fossil wieder belebt. Vor circa 100 Millionen Jahren war es im Meer zu Hause, wo es mit seinen beiden Klauen auf Jagd ging. Schön für das Viech. Irgendwas. Elikant. Ist auch neu. Relikant, auch müssen wir wieder ein Relikant für irgendwas haben. Das wusste man ja auch damals, meine legendären Pokémon zu kriegen. 65 Trainer, voll stark. Ihr sagt mir, hier laufen irgendwo Level 65 Heteras herum. Die sind gut zum Trainieren. Wahrscheinlich Eras. Natürlich meine Pokémon immer hochleveln. Na komm. Schon. Hyperball, was ist das? Pokéball. Ach man. Okay, der hat Kopfschuss. Ich wollte schon sagen, ich wollte ihn noch weiter runterballern, aber der hat bestimmt irgendwie so einen Rückstoßangriff. Aber der hat aber keinen Rückstoßschaden genommen. Hat der irgendwie das Kampfpanzer oder irgendwie so was? Felskern irgendwie. Oh Gott. Boah, muss natürlich wieder irgendjemand fallen. So.
Hier ist doch zum Fangpark mehr oder weniger geworden. Muss darüber nachdenken. So, Meteorologe, bitte ja wohl nicht kaputt hauen mit Stein. Oh, klang voll Schmerzen. Na komm, bleib drin. Aber ey, wir haben einige neue Orte gefunden und erkundet. Risikodeckel auch noch. Okay, der hat keinen Rückstoß. Der hat eine Fähigkeit, dass der Rückstoßschaden irgendwie vermeiden wird. Also, auf jeden Fall weiter an. Kriege ich noch, pass auf. Und Anolith werde ich auch noch entwickeln. Das tut es ja definitiv nicht Level entwickeln, oder? Mein Gott, von allen Sachen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, der Relic kann mir so auf die. Ich habe Monogoras gerade bekämpft und so, ne? Hätte jetzt nicht gedacht, dass von allen Viechern Relic kann mir hier die Sache schwieriger macht. Los, komm, bleib drin, Mann. Oh. Oh, jetzt muss ich mir die ganze Zeit die Überreste Animation anschauen. Das bleibt drin, Mann. Jetzt mal mit so einem Superwurf. Ich überhaupt schon einmal eingesetzt. Bleib drin. Ein Verwurf, nee, ne? Ja. Ja. Aber ja. Oh, klasse, Relikant wurde gefangen. Es hat nur zwei Opfer gebraucht. So, dank seiner steinharten Schuppen und mit fett gefüllten Schwimmblasen kann es dem Wasserdruck der Tiefsee standhalten. Na, ja. Jetzt habe ich schon mal irgendwann am Auftauchen, oder? Nein, okay. Okay, die TP sind echt unspektakulär. Ich hätte mal irgendwie TMs oder so. Diese Dinger, die bekomme ich durch Diner Raids und so. Den allen möglichen Pokémon. Also hier so eine TP zu finden, ist jetzt irgendwie voll anti-climatic irgendwie. So. Hier ist nichts mehr, ne? Wenn wir den restlichen Ort hier erkunden, wenn es euch nichts ausmacht. Und hier ist eine Sackgasse, ehrlich. Jetzt habe ich den ganzen Weg wieder zurück gerade. Hätte echt irgendwie so eine Auffahrt irgendwie so einbauen können, Kollegen. So, einen Moment mal. Ich habe ja schon Pokédex, ne? Und dieses Kronenvieh 210. Ich nehme jetzt mal an, das ist das letzte Pokémon im Pokédex, hoffentlich. Also wenn wir danach gehen, dann gibt es mindestens 210 Pokémon. Oder maximal. Ne? Also haben wir wieder so. So, da ist ein Tunnel, sehe ich gerade. Da können wir ja auch noch mal reingehen, aber nicht mehr in diesen Part. So, da ist ein Stolos. Ja, Stalluno und so. Oh. Müssen wir auch noch begegnen. Stolos oder was immer hier auftauchen wird. Stolrak. Metang haben wir ja auch schon gesehen. Gibt es ja auch. Also wird es auch Metagross uns geben. Na, Kuro. Warum hast du so eine erniedrigendere? Ja, warum denn nicht? Warum hat Kuro von allen Pokémon so eine erniedrigende Fähigkeit? Passt gar nicht zu ihm. So, ja, aber mach ich mit Viech, ne? Das ist neutral. Stein und Stahl, also
bin mir ziemlich sicher, du hast irgendwie so was wie Bodycheck und also was. Und wenn du deine Verteidigung erhöht hast, fühle ich mich doch sehr entspannt, noch mal Dings einzusetzen. Ja, Deckel. Er hat auch keinen Rückstoßschaden bekommen. Alle solche Fähigkeiten oder was? So, paralysiert, komm. Boah. Ja, Viech, da wird ja wohl nicht so schwer zu fangen sein, ne? Los, rein hier. Blup. Na, A reindrücken. Funktioniert nicht. Ich hab's wahrscheinlich nicht richtig gemacht. Ja, daran liegt's, ne? Okay, bleib drin. Ich will noch einige Pokémon hier entwickeln. Damit wir Einträge auch haben. Danke. Und ich muss ich auch noch entwickeln. Und deine Freunde auch. Mal auch schon mal hinter uns. Da muss ich wahrscheinlich ein paar Beleber benutzen, weil ich nicht mehr weiß, wie ich hier hingekommen bin und mich zu heilen und sowas. Es frisst Eisen jetzt und manchmal auch Bahngleise. So bildet es ein Panzer aus Stahl, der seinen Körper schützt. Wie kann denn, wenn man irgendwie was Bestimmtes isst, irgendwie sich der Körper verändern? So, gut, dann machen wir uns jetzt auf, einige Pokémon zu entwickeln. Dich. Dich. Was? Ich dachte, da wäre mehr. Vielleicht entwickelt sich ja da ein bisschen auf Level 64 irgendwie so was. Könnte vielleicht sein, ich weiß es nicht mehr. Ich guck's mal nach gleich. Ich will mich ja nicht spoilern, ich guck nur irgendwann nach, was wahrscheinlich schon Leute irgendwie lange wissen. Kann man deutlich merken, wie sich jeder seine Pokémon auf der Welt entwickelt. Ja, du entwickelst dich aber durch Level, ne? Danke. So, Anoide entwickelt sich. Und während das Viech irgendwie hier diesen Schrei ausgelöst hat, hat meine Nachbarin geschrieben, in der Irre wieder. Amaldo. Ein cooles Pokémon. Nach seiner Entwicklung ging es an Land, so dass sich die Unterkörper verstärkte. Ein Hieb seines Schweifs besitzt gewaltige Zerstörungskraft. So. Dann noch Stolono. Das entwickelt sich auch durch Level, das weiß ich. Das hatte ich immer. Ja, meistens jedenfalls in Rubin und Saphir. Weil das ein cooles Pokémon war, okay. Und dann habe ich an Nidoking und so erinnert. Ich liebe diese komischen, diese Dinosaurier-ähnlichen Pokémon. Ja, nicht Dinosaurier, aber ja doch schon irgendwie, ne? Die so im Bau von Nidoking, Nidoqueen und so was alles haben. Wie so aus wie so Kaijus irgendwie aus so Godzilla-Film. Steuerer liegt im Bergen, die reich an Quellwasser und Eisenerz sind, deshalb sie oft mit Menschen in Konflikt gerieten. Wieso, weil die auch Erz essen wollten oder was? So, wir gehen langsam die Bomben aus. Das muss mal deiner jetzt machen. Aber die dauern so lange. Und ich kann sie nicht abkürzen, weil ich diese blöde Dynamax Entwicklung nicht abstellen kann. Worüber ich mich immer noch irgendwie aufrege. Wenn ich mal ein Patch rein machen können, wo man überspringen kann, das dauert ewig. Ein Stolos. Cool. Ich glaube, das Viech aber competitive zu benutzen ist irgendwie voll blöd. Irgendwie. Da muss man mit Donnerwill spielen und so, ne? Irgendwie voll kompliziert. So. Mit seinen spitzen Hörnern, die selbst massive Eisenplatten durchbauen können, rammt es seinen Gegner und macht ihn so den Gar aus. Gut. Mal wieder ein Pokémon entwickelt, gefangen. 157 von 158, ja, okay. Das legendäre Pokémon ist das einzige, was wir noch nicht gefangen haben. Noch nicht. Jetzt aber cool. Ansonsten, ja. Mal gucken. Hier gibt es bestimmt einige Orte, die wir noch nicht erkundet haben, ne? Ja, hier. Ballseehöhle. Weißt du, hier werde ich angezeigt und da ist die Höhle. Das ist ja voll komisch. Ich meine, okay, hier, dann kann man hier so, ne? So, ja, gibt doch noch einige Orte, die ich nicht erkundet habe, ne? So meine Verteilung. Ich weiß nicht genau, wo ich hin muss. Deswegen, ja, können wir nichts anderes machen als. Oh, hier muss ich. Hier muss ich sogar hin. Okay. Ja, machen wir das im nächsten Mal.
um die Story ein bisschen voranzutreiben. Okay, ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, ich muss die legendären Pokémon oder so fangen. Ich wusste jetzt nicht. Ich habe nicht darauf geachtet. Ich habe mich so fokussiert auf Pokémon fangen. Okay, Entschuldigung. Ich wurde von der Situation übermannt. Aber ich sage jetzt erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen, nicht das Kommentar. Und ja, dann sage ich tschüss, bis zur nächsten Folge.